Ja, wir befinden uns heute hier vor Zombie Cure Land, einem etwas kleineren Studio, wie ich gerade erfahren habe, sogar nur ein 12-Mann-Studio. Heute möchten wir etwas interessantere Themen in Richtung zu Indie-Studios und Kleinstudios im Markt ansprechen. Dazu haben wir uns ein paar Fragen überlegt und ich habe hier einen kleinen Interviewpartner von eben diesem kleinen Studio. Möchten Sie sich einmal vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Thorsten Feldmann, ich bin der Geschäftsführer von Terabytes GmbH in München und habe das Studio auch gegründet vor gut 7 Jahren. Vor 7 Jahren, und ist das eins Ihrer ersten Spiele, die jetzt in dieser Form rauskommen? Oder? Ja, das ist definitiv das erste große Release, den wir als Spielestudio machen. Die Vision, die wir verfolgen, geht ja noch weiter, weil wir nicht nur Spiele machen, sondern immer auch eine Verbindung in die Gesundheitswirtschaft bringen wollten. Turning Play into Health, ja, ist das Motto. Dann haben wir, würde ich sagen, 4 Jahre sehr viel ausprobiert und haben auch, wie man so schön gesagt hat, viele Male gefailed. Und jetzt mit Zombie Cure Lab haben wir endlich den Durchbruch, dass wir sagen, wir können ein kommerzielles Spiel für Gamer in den Markt bringen und dennoch auch die medizinische Forschung damit beflügeln. Das ist der Plan. Das klingt soweit ja ganz gut. Möchten Sie uns einmal erklären, worum es denn grob in dem Spiel geht? Ja, gerne. Also Zombie Cure Lab ist ein klassisches Strategieaufbauspiel. Wir nennen das Ganze Sandbox Lab Builder. Der Spieler befindet sich in der Zombie-Apokalypse, aber man sieht schon am Grafikstil, das ist kein blutrünstiges Zombie-Game, sondern in dem Fall schlüpft man in die Haut von verschiedenen Wissenschaftlern und steuert diese auch eher indirekt. Das heißt, wie bei anderen Strategieaufbauspielen, übernehmen nicht die Kontrolle von einem Helden, sondern von einer ganzen Gruppe an, in dem Fall Wissenschaftlern. Und das Ziel ist es, in dieser Apokalypse zu überleben, ein Lab aufzubauen und ein Serum zu erforschen, um aus den Zombies eigentlich wieder Menschen zu machen. Also quasi die Zombie-Apokalypse wieder rückgängig zu machen. Und dazu muss der Spieler ganz viele verschiedene Dinge aufbauen, erforschen, eine gewisse Wirtschaftskreisläufe aufbauen in diesem Lab und auch sich verteidigen. Und nachts, wenn Zombies angreifen, müssen diese eben nicht getötet werden, sondern in unserem Fall werden sie eingefroren, mhm, und können dann behandelt werden. Und das geht über verschiedene Tech-Levels so weit, bis irgendwann ein Mensch wieder rauskommen kann. Das Besondere ist wahrscheinlich auch, dass eine Zwischenform, nämlich hier unser Humby, zu sehen ist. Und das ist genau das, was in der Transition passiert zwischen Zombie und Human. Habe ich nicht sofort den Menschen, sondern erstmal so eine Hybridform. Und die wiederum nutzt der Spieler als Arbeitskraft für sein Lab, damit sie ihm helfen können, seine Mission zu erfolgreich zu beenden. Das klingt ja an sich ganz super, auch wirklich mit dem von Ihnen erwähnten Überschwung zu dem Healthcare-System. Sie erwähnten so innerhalb von den 7 Jahren, 12 Mann großes Team. Gerade so als kleines Studio, wie kommt man da eigentlich in Deutschland mit der Konkurrenz und auch den großen Studios zurecht? Und wie sehen da die Chancen für ein kleines Studio aus? Ich glaube halt, entscheidend ist natürlich, dass man als vielleicht kleines Studio am Anfang nicht die zu komplexen Projekte sich vornimmt, die dann einfach auch unrealistisch sind, diese umzusetzen, weil viele junge Studios unterschätzen natürlich auch, wie viele Ressourcen es braucht, ein Spiel auf die Beine zu stellen. Wir haben von Anfang an, ich habe gleich einen Folgetermin, da steht es ja auch schon, mit der lokalen Förderung gearbeitet zum Beispiel, also der Bayerischen Computerspielförderung, zusammen mit dem Filmfernsehfonds in Bayern und ansässig in München, in Zusammenarbeit mit der Landesförderanstalt. Das war Förderung, muss man ganz klar sagen, die existierte auch schon, bevor der Bund die Games-Förderung auf den Weg gebracht hat. Und das sind Möglichkeiten, die aber in der Regel nicht allein reichen. Und da geht es dann los, dass man kreativ werden muss. Das heißt, entweder hat man Auftragsarbeiten, in der Regel hat man ja Artist, Designer, Programmierer mit an Bord und kann eben auch industrienahe Dienstleistungen zum Beispiel anbieten, damit Geld verdienen. Und das haben wir tatsächlich auch immer wieder gemacht. Das ist ein langer, mühseliger Weg, sage ich mal, um am Ende sich quer zu finanzieren, um jeden Euro, den man verdient, ins eigene Projekt dann wieder zu reinvestieren. Also das Projekt, an das man dann halt glaubt. Ja.
Sie sprachen die Förderung durch den Bund an, sagten aber, dass es da vorher auch schon die Förderung zum Beispiel jetzt über die bayerischen Fördermittel gab. Kam denn irgendwie merklich etwas von diesen 50 Millionen an? Oder war davon jetzt nicht so viel zu spüren in der Szene? Also doch, das spürt man auf jeden Fall. Also ich meine, es gab wie bei jeder Förderung, die erstmalig auf den Weg gebracht wird, am Anfang vielleicht das ein bisschen holprig, was den Prozess der Beantragung angeht. Es wurden meines Wissens nach sehr viele kleinere Summen abgerufen von Anfang an. Und da muss man auch verstehen, warum von dem großen Geld auch noch sehr viel aktuell da ist, weil nämlich es ja eine 50%-Quote ist. Und das heißt, ich muss mit meinem Spiel am Ende dennoch einen Investor überzeugen, einen Publisher überzeugen oder das Geld mitbringen. Das tun die wenigsten. Ja. Und das ist aber der Grund, warum die Höchstfördersumme aktuell bei 2 Millionen liegen. Weil es immer bedeutet, das Spiel kostet eigentlich 4 Millionen. Und ich muss erstmal jemanden finden, der glaubt, dass er mit 2 Millionen Investment auch das Geld zurückbekommt. Aber das Geld ist definitiv da und es wird auch genutzt. Ich würde aber trotzdem sagen, das ist ein Studio wie wir. Also für uns ist das jetzt der erste große Release und wir können danach, glaube ich, sehr gut auch mal zum Bund gehen und versuchen, ein noch größeres Projekt auf die Beine zu stellen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, als Drei-Mann-Studio starte, ist es eher unrealistisch, dass ich am Markt diese großen Summen von Investoren abrufen kann. Ja. Das gibt es immer wieder, aber es ist schwierig. Und deswegen ist dort vielleicht die Bundesförderung nicht das erste Mittel der Wahl, sondern mittlerweile eher die Landesförderung, die es ja wirklich auch in fast jedem Bundesland jetzt mittlerweile besser gibt. Okay, also das bedeutet, dass man sich quasi über die Landesförderung eine kleine Basis als Indie-Studie aufbaut und dann, wenn man sich etabliert hat und einen gewissen Nachweis hat, dass man mit seinen Ideen und mit seinem Studio Fuß gefasst hat, dass man dann an die Bundesförderung rantreten kann. Ja, das sehe ich so als, man kann alles probieren. Es gibt sicherlich auch Studios, die haben eine geile Idee, die kommen damit gut an, die können natürlich auch gleich versuchen, das größere Summen abzurufen. Man kann auch natürlich sich, glaube ich, Prototypen fördern lassen zu kleineren. Also man kann sofort zum Bund gehen, das ist nicht der Punkt. Aber man kann immer auch mal schauen, was bietet jetzt mein Bundesland an. In Bayern, muss man ganz klar sagen, war das von Anfang an sehr gut. Wir waren da Vorreiter in ganz Deutschland. Berlin ist auch noch sehr gut ausgestattet, mittlerweile auch NRW. Aber es gibt auch noch Bundesländer, glaube ich, zum Beispiel Baden-Württemberg und Hessen. Die haben nicht diese gleichen Möglichkeiten in dem Rahmen, den wir haben, Mittel abzurufen. Und die sind da möglicherweise auch noch eher dran, gut beraten, zum Bund zu gehen und dort als erstes die Mittel dort zu beantragen. Ja. Alles klar, ja. So als letzte kleine Frage noch, weil gerade mit einem kleinen Team ist sowas natürlich auch... Alles, also noch so als letzte abschließende Frage, gerade mit so einem kleinen Team ist das natürlich immer eine Herausforderung. Wie sieht das eigentlich so in Deutschland mit so dem Nachwuchs aus? Also an Menschen, die sich für die Spieleentwicklung interessieren und quasi den Einstieg in auch kleine Entwicklerstudios finden? Also ich muss sagen, wir haben eine verbesserte Situation, was die Ausbildung angeht. Es gab früher, die Vorreiter waren privat geführte Hochschulen, wie eine Media Design oder Makromedia, also da gab es verschiedene Einrichtungen, die Game-Studiengänge angeboten haben. Mittlerweile ist es auch in den Universitäten angekommen, wo Games Engineering, Game Design und Medienwissenschaften, also wo diese ganzen Bereiche mit reinspielen. Ich muss ganz klar sagen, es kommt darauf an, was man sucht. Also wenn es um den Bereich Art geht, also künstlerische Erzeugung von Grafik, nenne ich es jetzt mal ganz platt, 3D, 2D, hat man ein sehr gutes Angebot. Auch bei Game Designern ist es, oder für junge Game Designer ist es, glaube ich, auch teils sehr schwer, einen Job zu finden. Umgekehrt ist es für die Industrie extrem schwierig, gute Programmierer zu finden, weil die natürlich im Wettbewerb stehen mit der ganzen Wirtschaft und sich auch überlegen können, wo sie hinwollen. Also das ist durch die Bank das gleiche Problem, dass man Schwierigkeiten hat, einen erfahrenen Programmierer zu finden. Für uns als kleines Studio war irgendwann klar, dass wir als Studio nicht die Attraktivität haben, seniorige Menschen zu begeistern. Und deswegen haben wir sehr schnell gesagt, okay, wir setzen auf eine Junior-Strategie. Das heißt, wir bilden zwar nicht aus, aber wir holen uns Absolventen von den Universitäten und Studiengängen
und bilden die sozusagen intern an den Projekten aus und versuchen sie dann über gute Teamwerte und ein cooles Company Building einfach bei uns zu behalten. Ja. Und natürlich auch, da hilft die Förderung, muss ich ganz klar sagen, dass man halbwegs marktgerechte Gehälter am Ende zahlen kann, was sonst vielleicht schwieriger wäre. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz doll für das Interview und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wünsche natürlich viel Glück mit dem Spiel. Ich denke, ich werde mir das auf jeden Fall auf Steam auch mal anschauen. Ja, ich gebe dir gleich nochmal einen Gutscheincode, dann hast du einen Code zu runterladen. Gerne. Ja. Und dann wünsche ich noch viel Erfolg auf der Gamescom. Ja, vielen Dank. Ebenso. Viel Erfolg. Vielen Dank. Ja. Danke.